Wisst ihr was? So, wir sind hier im Zuhause von Hannover 96 in der HDI Arena und passend dazu würde ich jetzt mal vorschlagen, dass wir für das Foto alle auf drei ganz laut, so wie schon auf dem Opernplatz, da habt ihr auch schon wunderbar gemacht, 96 rufen. Also, oder ich zähle hoch, machen wir es so. Die Laternen hoch und dann 93, 94, 95 und. Das geht aber lauter. Also nochmal, alle Laternen hoch. 93, 94, 95 und. Hervorragend. So, jetzt können wir unsere Fotografen fragen, ob wir alles im Kasten haben. Okay. Das Pferd war jetzt ein bisschen von dem lauten Geschrei vielleicht irritiert. Aber wir probieren jetzt noch ein drittes und letztes Mal. 91. Laterne hoch, los. Ja, hervorragend. 92. 93, 94, 95 und. Traumhaft, das ist Bundesliga. Vielen Dank. So, dann ja, würde ich jetzt noch unsere Märchenerzählerin Frau Reine mal zu mir bitten. Vielleicht können alle einmal kurz Hallo, Frau Reine sagen. Frau Reide, Sie haben ja ein kleines Märchen vorbereitet. Das wird sein, St. Martin. Vielleicht einmal noch das Mikro testen, ob es funktioniert. Ja, genau. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich seid. Und was ganz toll war, als ihr gerade eure Laternen hochgehoben habt. Und ich möchte euch gerne die Geschichte erzählen, warum wir jetzt überhaupt heute an diesem Tag, eigentlich noch ein paar Tage später, mit der Laterne durch die Nacht wandern. Und die Geschichte, die ist schon viele, viele über 1000 Jahre alt. Sehr, sehr alt ist die Geschichte. Und damals war es so wie heute auch, die Felder sind alle schon abgeerntet. Die Felder sind schon für den Winter vorbereitet und es ist der 11. November. Am 11. November, da müssen die Bauern ihre Steuern bezahlen. Und was auch immer sie zu zahlen haben. Wenn sie Geld haben, geben sie Geld. Sie müssen alle den 10. Teil ihres Hab und Guts abgeben. Und wenn sie kein Geld haben, dann geben die einen Getreide, und die anderen geben Rinden und Kartoffeln. Manchmal geben sie, wenn sie reiche Bauern sind, ein Schwein ab. Und manche, die geben eine Gans ab. Deshalb ist man um diese Zeit auch viel Gänsefarben. Zu dieser Zeit, da lebte der junge Martin. Er war gerade mal 18 Jahre alt und seit 3 Jahren war er Soldat. Er war unterdessen zum Gardeoffizier aufgestiegen. Er hatte seine eigene kleine Kammer. Er hatte ein wunderschönes weißes Pferd. Und er hatte das Schwert an seiner Seite. Und wie alle Soldaten, da trug er einen roten Umhang. Damit zeigte er seinen Stand als Offizier. Und der Umhang, der war nicht nur wunderschön, weil er so hell leuchtete, sondern der Umhang, der wärmte ihn auch in der kalten Nacht. Und ich sage euch, es war ein kalter Abend. Er war viel, viel kälter als heute. Es war ein schlimmes Jahr gewesen. Die Ernte war sehr, sehr schlecht gewesen. Die Leute, die waren sehr, sehr arm. Sie hatten kaum genug zu essen, um sich und ihre Familien zu ernähren. Sie haben nur wenig Holz, um es warm zu haben am Kaminfeuer. Alle rückten sie enger zusammen. Und an diesem Abend, da hatte Martin Wachen. Der ritt also durch die Straßen der Stadt. Er hatte Angst, dass alles seiner Ordnung nachging. Und wie er so zum Stadttor kam, da sah er die letzten Leute zum Stadttor hereinströmen. Einer nach dem anderen, bevor die Stadttore
die Nacht verriegelt wird. Martin grüßte den einen oder anderen, den er kannte, und dann sah er mitten im Schnee etwas fliegen, ganz nahe beim Stadttor. Und verwundert ritt er mit seinem weißen Pferd näher, und da lag ein Bündel Fetzen in Lumpen gekleidet. Und auf einmal erregte sich das Bündel, ein Kopf erhob sich, eine Hand streckte sich Martin auf dem Pferd entgegen. Bitte, helft mir! Martin war erschrocken. Die Menschen, sie waren alle an dem armen Mann vorbeigelaufen. Niemand hatte sich um ihn gekümmert. Er stieg sogleich vom Pferd. Guter Mann, habt ihr denn gar kein Zuhause? Der Mann schüttelte nur den Kopf. Und Martin hob ihn auf. Mit aller Kraft, mühsam, schleppte er ihn zu einer nahegelegenen Scheune. Und da legte er den Mann mit Heu. Aber er wusste, es war eine kalte Nacht. Der Winter hatte schon früh Einzug gehalten.